willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung von Clover aus dem SCS-Forum. Sein Renault Range T Improvement nun in der Version 1.4. Und ich teste das heute sogar auf der Version 1.36 Open Beta, um euch zu zeigen, ob es klappt oder nicht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir gucken uns das jetzt einfach mal hier an, was alles mit dabei ist. Beziehungsweise Clover hat mir auch geschrieben. Das heißt, ich stehe mit ihm in Kontakt. Und da hat er gesagt, hier oder da muss ich einfach mal ein bisschen gucken, wo halt diese Anbaupunkte versteckt sind und was halt noch so mit dabei ist. Ne? Und das machen wir heute natürlich. Also ich mache jetzt erstmal hier natürlich den Spoiler und da haben wir ja diese Slots mit dabei. Auch hinten die, das sieht zumindest schon mal ganz gut aus, dass hier das alles noch funktioniert. Das können wir jetzt nämlich gleich testen. Jetzt habe ich bloß... Jetzt habe ich die LEDs bloß nicht, aber das mache ich dann später noch. Das ist nicht das Problem. Jetzt mache ich erstmal Left, Left, Left und rechte Seite und rechte Seite in der Mitte. Machen wir mal Reverse und dann ist gut. Den Rest mache ich dann später. Dann machen wir weiter. Er hat hier und da ein paar Sachen versteckt. Die gucke ich mir jetzt mal an, wo das ist. Also ihr habt hier Slots. Ihr habt hier die Orange Marker, dann in Plastik, genau, und hier ist einmal lackiert und einmal ist Plastik, dann die weißen gibt es auch in Plastik und lackiert, dann habt ihr hier die Lichtbox, gibt es eine Roofbar in Black und Silber. Und ich nehme heute mal die Orangen, weil die habe ich glaube ich noch nicht gehabt zum Testen. Und deshalb nehme ich die mir hier auch. Es gibt nichtsdestotrotz, wenn er sagt, auch Lichtbox, ich hatte hier noch eine mit reingemacht, gibt es eine kleine und eine große. Ich muss mal gucken, das ist glaube ich hier falsch. Nee, aber ich muss sie hier fast machen, sonst sind meine Lampen weg, ne? Ich lasse mal die kleine da jetzt. Ich lasse mal die da. Jetzt mache ich oben noch ein paar schnell ein paar Tröten hin. So, das funktioniert hier alles noch ganz gut. Die machen wir jetzt einfach mal schnell weg. Und da hat er nämlich noch Sonnenblenden hinzugepackt, neue. Ich muss bloß mal gucken, wo und was und wie. Custom Sunshield. Die sieht doch gut aus. Ja. Schön. Und da passen hier die Slots hier auch gut hin. Das heißt, ich muss mal gucken, welcher hier besser passt für die Michelin-Männchen. Wo sind sie denn? Da waren sie. So. Ja, die passen. Sieht aus wie dran geklebt. So muss das sein. Und dann gucken wir mal hier. Oh. Nee, das passt nicht. Vielleicht hier oben? Nee, passt auch nicht. Ja, das ist jetzt doof. Egal. Immerhin habt ihr ein paar Slots. Also der Rest, glaube ich, findet ihr schon alleine. Also dann kommen wir zu unseren Spiegeln. Alles lackiert, das passt. Das lassen wir so, wie es ist. Ich muss bloß mal ein bisschen durchgucken hier. Slots. Warte mal. Slots. Dann habt ihr hier... Ach, hier ist noch so eine Steinschlagschutz, ne? Gibt es sogar noch in Farbe und Bunt. Dann hat er hier noch Lampen. Das sind die normalen Xenon. Mit weißen Lämpchen. Warte mal, das sind die hier. Ach, das ist echt so eine Verkleidung, ne? Mit weiße Fock. Die nutzen wir jetzt hier natürlich. Das gucken wir uns dann im Lichttest nochmal separat an, würde ich sagen. Dann haben wir hier noch ein paar Slots. Den Bügel dazu. Da lasse ich den jetzt einfach mal. Dann baue ich hier noch ein paar Lampen rein. Dann haben wir unten noch diese Slots. Dann gibt es noch eine Lippe dazu. Eine Extended Lippe. Was haben wir hier noch? Eine Bottom Bar. Paint. Und ein Aero Kit. Das sieht dann so aus. Und wie schon gesagt, das funktioniert alles hier auf... Ach ja, wir haben noch Kennzeichen auch noch mit dabei. Genau, da hat er Neues hinzugefügt. Oh ne. Numberplate. Leipzig. Gibt da hinten natürlich ganz genau. Das nehmen wir Leipzig. Das nehmen wir dann. So, dann haben wir hier rechte... Nee, linke Seite und rechte Seite. Ah je, da passt das wieder nicht. Ah ja, ja, das hat er schon mal angesprochen, ne? Dass das hier irgendwie nicht ganz passt hier. Das ist ja voll doof. Dann nehmen wir halt die hier rechts. Nee, andersrum links. So rum. Warum auch immer das nicht funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, weiß es selber nicht. So,
Renault Mudflaps hier noch hin. Und die Sichtlampen, das ist jetzt wurscht. So, was haben wir hier noch? Paint. Und hier haben wir auch noch Lampen drin. Da machen wir natürlich noch so eine Orange beim Einstieg. Sieht auch ganz hübsch aus. Was haben wir hier noch? Abdeckung, Verkleidung und jetzt haben wir hier Paint. Custom. Das ist jetzt neu. Das ist auch neu. Hier diese Gummilippe. Dann habt ihr aber oben hier, beziehungsweise unten keine separaten Slots mehr. Das heißt, ihr müsst dann die Custom nehmen. Und dann könnt ihr hier die Lampen da noch dran pflastern. Das mache ich jetzt hier auch mal. So, andere Seite. Und so. Dann geht es hier auch gleich weiter. Das ist Paint. Jetzt wird es interessant. Paint lackiert. Kunststoff, Doppelrückleuchten, LED, LED, Double. Aha. Hatten wir letztes Mal schon. Custom Black hier. Geil. Einmal rechts. Ach, das geht ja wieder nicht hier, ne? Dann nehmen wir hier. Wie geht's schon jetzt? Ne? Ach nee, hier sind sie doch. Einmal rechts. Ne, andersrum. Links. Und einmal die andere Seite. Ja, jetzt passt. Number Plate. Leibsch. Und dann hier wieder. Left, left, left. Und rechts, rechts, rechts. Und rückwärts. So. Genau. So. Schmutzfänger gibt es natürlich. Wären hier noch separate mit dabei. Aber ich glaube, die lasse ich jetzt hier mal weg. Weil die sind nämlich dann hier versteckt. So, er hat gesagt, ich soll alles anklicken. Ich klick mal, mein Freund. Aha. Mit Winddeflektor. Das sieht man wahrscheinlich jetzt im Interieur. Da sieht man es gut. Hier. Windfang. Dann haben wir noch. Ich glaube, jetzt habe ich alles, oder? Habe ich alles angeguckt? Ich glaube schon. Ja, ich glaube, ich habe alles. Oder ich habe was vergessen. Ja, mal sehen. So, jetzt habe ich mal den großen Range T genommen. Die Highsleeper, denn ich möchte euch noch was zeigen. Ich zeige euch das am besten hier mal im Fahrzeugbrowser nochmal ganz kurz. Habe ich nämlich vergessen zu zeigen. So, der hat nämlich gesagt, hier und da sind noch ein paar Überraschungen. Nämlich, wenn ihr hier klickt, habt ihr diese weißen oder orangen Reflektoren. Und wenn ihr hier klickt, habt jetzt diese Dirt-Deflektoren dran. Die sehen so aus, ne? Genau. Und im Interieur habt ihr hier Kabinen-DLC, tralala. Und hier habt ihr nochmal die Taschen und das ganze Zeug. Und wenn ihr hier drauf klickt, guckt mal nach oben, habt ihr hier die Dachklima, ne? Also das heißt, wenn ihr jetzt hier die Tasche auswählen würdet, haben wir hier ganz normal um das Schiebedach. Und jetzt habt ihr hier die Klima und dann habt ihr oben hier dann die Auswahl. Ne? Eure Dachklima. Das vielleicht nicht zu vergessen, das übersieht man recht schnell oder ganz leicht. Genau, das vielleicht nochmal so zur Info. Ist mir noch so ins Auge gefallen. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Und ich hoffe, dass ich dann soweit alles gefunden habe, was ich finden muss. Da habe ich noch eine Lampe vergessen, sehe ich schon hier an der Seitenverkleidung. So ein Quark. Aber egal, muss ich doch noch gucken. Ansonsten, wie immer, cooles Update, cooler LKW und läuft auf der Version 1.36 Open Beta. Dann kommen wir zu unserem Lichttest. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht. Sieht doch ganz cool aus. Vor allen Dingen auch diese Lichtboxen, die sind da neu mit dabei. Die finde ich ganz cool, die kleine und die große. Die sind echt schick, die gefallen mir. Ist echt cool gemacht hier. Dann beim Einstieg habt ihr ja auch die Möglichkeit, jetzt hier so ein kleines Lämplein reinzubauen. Sieht auch ganz schick aus hier. So, hinten am Heck, klar. Hier funktioniert natürlich alles wie immer. Und sieht auch echt gut aus. Und diese Kantenglättung, also was bei dieser Open Beta dabei ist, die kommt echt gut rüber hier. Also wenn ich mir das alles mal so ein bisschen anschaue, also man merkt schon eine deutliche Verbesserung. Coole Sache.
So, dann kommen wir zum Fazit zur Version 1.4 vom Range Team. So, was ist alles mit dabei? Ihr habt dieses, was habt ihr da? Diesen Dirt Deflektor habe ich euch gerade gezeigt, ne? Dann habt ihr den Window Deflektor, habe ich den euch gezeigt? Ja, hier ist er, ne? Hier kann man es ein bisschen erkennen, er geht hier hoch und zieht sich dann hier rüber. Und auf der anderen Seite ist es ganz genauso mit der Aussparung für den Spiegel. Das ist auch neu mit dabei. Dann die Custom Side Curves ist mit dabei. Ihr habt zwei neue Sonnenblenden oben, die sind neu. Ihr habt Xenon- oder Halogenstrahle habt ihr jetzt vorne mit dabei. Auch so noch eine Verkleidung separat, die habe ich jetzt hier sogar angebaut. Sieht man die ein bisschen? Ja, ne? Ja, kann man gut erkennen. Dann oben natürlich die zwei neuen Lichtboxen. Ist wieder unser 7,5 Tonner. Und übrigens, wenn jemand sagt, das STS-Trailer-Patch funktioniert nicht mehr auf der Version 1.36, doch, es funktioniert noch. Ihr müsst einfach bloß die Datei aufmachen mit WinRAR, also Doppelklick drauf, dann macht ihr mit WinRAR auf, dann macht ihr die Manifest-Datei auf und dann steht unten ein Satz kompatibel Version 1.35. Diesen Satz bloß rauslöschen und dann einfach speichern und dann funktioniert das STS-Trailer-Patch nach wie vor hier auf der OpenBeta. Ne? Das vielleicht nochmal so zur Info, dass ihr da Bescheid wisst. Nicht, dass er denkt, das geht nicht mehr. Doch, doch, doch. Also bloß diesen Satz rauslöschen und dann funktioniert das wieder. Dann haben wir noch französisches und deutsches Kennzeichen. Ich habe es vorher schon angesprochen oder gezeigt. Ich habe es jetzt hier bloß nicht mehr dran. Weil ich habe jetzt den Range Team, den großen nochmal zusammengebaut und bei dem kleinen ist halt dann ein Leibsch-Kennzeichen mit dabei. Ansonsten sind noch ganz viele Sachen gemacht worden. Ihr könnt es aber auch nachlesen im STS-Forum. Da brauche ich euch das hier nicht alles vorlesen wie in der Schule. Könnt ihr selber lesen. Und ja. Habt ihr Fragen noch dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im STS-Forum. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der OpenBeta 1.36 und natürlich mit dem Renault Range T Improvement in der Version 1.4 von Clover aus dem STS-Forum. In diesem Sinn, wie immer, also gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao. We'll be right back.